Präsidentin, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, ich glaube, alle Redezeit unserer Fraktion des gesamten Tages würde nicht ausreichen, um all den Quatsch, den Sie hier jetzt gerade durcheinander geworfen haben, Herr Dolzer, zu entkräften. So viel Zeit habe ich leider nicht. Ich möchte noch mal einen Punkt herausgreifen, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, es würde strukturelle Gewalt ausgeübt. Also ich glaube, der überwiegende Teil dieses Hauses ist der Auffassung, dass es sich nicht um strukturelle Gewalt handelt, wenn es klare Regelungen dazu gibt, wo in dieser Stadt zu diesem Gipfel wann was erlaubt ist. Das hat nichts mit Gewalt zu tun, Herr Dolzer. Es ist Teil eines Prozesses, um den gewaltfreien Protest, den es geben soll und geben darf, zu organisieren. Sie können das kritisieren, aber das als strukturelle Gewalt zu bezeichnen, das ist wirklich absurd. Und ich möchte auch mal festhalten, wir sind nicht in der Bundesregierung beteiligt und deswegen ja auch unverdächtig. Aber unsere Bundesregierung ist sehr wohl demokratisch legitimiert, an einem solchen Gipfel teilzunehmen. Sie ist demokratisch legitimiert, ihn auszurichten. Sie ist auch organisatorisch in der Lage, es hier auszurichten. Das bedeutet, Sie dürfen nicht einfach irgendwas hier durcheinander werfen, irgendwas behaupten und so damit auch noch davonkommen, Herr Dolzer. Das ist nicht in Ordnung. Deshalb finde ich, Sie sollten sich auch in der Art und Weise, wie Sie hier kritisieren, in Mäßigung üben. Wenn wir inhaltlich über das Thema reden, dann würde ich gerne zu der Frage von Frau Duden, die ja gefragt hat, läuft es gut in der Welt, auch noch die Frage hinzufügen, sorgen wir eigentlich genügend dafür, dass es in der Welt gut läuft? Werden wir unserer Rolle gerecht als Land, das wirtschaftlichen Wohlstand, Frieden, auch große Freiheiten genießt, werden wir dieser Rolle eigentlich ausreichend gerecht in der Welt? Und was für Implikationen bedeutet es eigentlich, wenn man sagt, vielleicht werden wir uns nicht an jeder Stelle dieser Rolle schon gerecht? Und deswegen begrüßen wir auch, dass Sie das Thema heute zur inhaltlichen Befassung hier angemeldet haben. Wo wir allerdings dann nicht dabei sind, ist, wenn Sie sagen, es wird schon Geschichte geschrieben, nur weil sich Trump und Putin das erste Mal treffen. Also meine persönliche Definition von Geschichte schreiben wäre, dass sie sich nicht nur treffen und unterhalten, sondern dass dabei auch noch etwas Produktives für die Welt bei rauskommt. Ich glaube, wenn das erreicht wird, dann können wir wirklich sagen, dass in dieser Stadt Geschichte geschrieben wird. Weil dann wird Hamburg zukünftig mit positiven Ergebnissen in der Weltpolitik assoziiert. Dann wird man sagen, Hamburg 2017 hat dieses und jenes erreicht. Hamburg 2017, da ist dieses und jenes beschlossen worden. Und darauf bauen dann weitere Beschlüsse auf. Wenn wir uns die letzten Jahre so angucken, dann war 2015, glaube ich, das Jahr der Angst. Und 2017 könnte das Jahr des Mutes werden. Und deswegen sollten wir als gute Gastgeber dazu beitragen, dass dieser Gipfel bestmöglich gelingt, dass er mutige Entscheidungen für die Menschen auf dieser Welt produziert. Und ich glaube, dass diese positiven Entscheidungen, wenn die mit Hamburg verbunden werden, dass wir dann sehr viel Positives erreicht haben. Vielen Dank.